Ich meine, so diesen Moment, wo er vielleicht irgendwie aufgewacht ist und aus dem Bett gestiegen ist und gesagt hat, ich muss jetzt malen. Ich hatte gerade geilen Sex mit meiner Freundin. Ich schmeiß mir jetzt einfach einen Bademantel über und stell mich an die Staffelei. Frühstück egal, Kaffee kochen egal, ich mach das jetzt. Irgendwie hat das auch was Erotisches, wie er sie da gezeichnet hat in dieser Unterwäsche und einfach nur hellblau, grob, das so eine Fläche ausgefüllt. Man sieht irgendwie, das ist nicht viel an, also das ist wahrscheinlich der Unterrock. Obwohl das Nachthemd eigentlich schon gemalt war, hat er oben drüber noch ein bisschen rosa gemacht und man kann jetzt interpretieren, das ist der Busen, das ist der schöne Ausschnitt dieses Hemdes und das sieht irgendwie erotisch aus. Er hat nicht darauf geachtet, dass er alles so genau wie möglich und so perfekt wie möglich wiedergibt, sondern er hat das versucht, das Gefühl malen zu lassen. Und diese Bilder von dem Kirchner und auch von anderen Brücke-Malern sind im Grunde genau das Gegenteil von dem, was damals zeitgeschichtlich angesagt war. Die sind das pure Gefühl und authentisch. Und davor hatten die Leute im Grunde Angst und deswegen hat auch keiner was gekauft. Ich glaube, der Kirchner hat an dem Bild ein paar Stunden gesessen, maximal. Im Grunde ist es ein Snapchat, wenn du so willst.